Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep für die PlayStation Portable. Yeah. Im letzten Part haben wir uns für die Story von Terra entschieden und die Meisterprüfung absolviert, allerdings ohne Erfolg, und sind jetzt auf dem Weg zu etwas, nämlich dem Verwunschenen Reich. Das ist die erste Welt. Was genau das hier ist, werden wir danach erfahren. Und wenn wir mit der Welt fertig sind, kommen wir danach in die nächsten beiden Welten, nämlich diese und diese. Welche das sein werden, werden wir doch sehen. Aber jetzt würde ich sagen, kreisen wir erstmal kurz ein bisschen um die Welt und landen. Ja. Ich will Jiminys Tagebuch haben, aber es gibt es hinten. Monsters. The ones the Master mentioned. These are the Unburst. Oh, oh, oh. Gegner im Anmarsch. Musik mir zu laut. Muss leiser stellen. Besser. So, wie war die Steuerung? Ach ja, ich glaube, ich weiß es wieder. Ich habe jetzt schon wieder ewig nicht gespielt, also Aufnahme, erste, Aufnahme, zweiter Part bis jetzt. Zeit groß. So, wie visiert man an? Warte, Moment. Ich mach gleich. Ich will nur kurz wissen, wie man nochmal anvisiert. Ging das nicht so? Nee, so dreht man scheinbar nur die Kamera. So? Nee. So, nein. So, nein. Wie visiere ich an? Nee. Nee, ich will kein D-Link. Wie? Ach, genau, beides. Nein. Und gedrückt halten beides ist dann... ich bin verwirrt! Schwing. Jetzt machen wir das nochmal. Ich habe keinen Plan mehr, wie das alles ging. Ich muss gerade erstmal in diesem Kampf hier ein bisschen rumexperimentieren und noch nicht direkt hier loslegen und... Hallo. Halt Rang! Nein. So, jetzt kann ich den Globe auch normal fertig machen. Danke. Kommt noch mehr? Scheinbar ja. Ih, was sind das denn? Die sehen anders aus. Das sind Töpfe. Ja, genau, das waren diese... Ja, was weiß ich denn, wie die hießen? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Aus Fatalis. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber... Soll mich jetzt mal nicht stören. Ist halt meine Schlagserie. Und das war der Abschlussangriff dieser Schlagserie. Und oh Gott, noch mehr Gegner. Nein, nicht sowas. Ich mag den nicht. Ja. Und wird mich hier wahrscheinlich auch nebenbei schön auf meiner PSP rumhämmern. Und ich kotze es an, dass der nicht. Also ich kenne es aus vielen Spielen so, dass wenn man dafür sorgt, dass ein Gegner manuell anvisiert ist, dann bleibt das Anvisieren auch. Das bedeutet, wenn ich einen Gegner getötet habe, dann visiert es automatisch den nächsten an. Und das ist hier nicht so, und das kotzt mich ein bisschen an. Kampf geschafft! Hey! Noch mehr. Nein.
Okay. Gut, alles ist in Ordnung. Wir haben jetzt hier gerade keine Gegner und können uns ein bisschen umschauen. Allerdings läuft die Kampfmusik noch. Was haben wir denn hier so? Oh nein, springen gegen mit Kreis. Oh Gott. Oh, eine Truhe haben wir hier zum Beispiel. Und in dieser Truhe... ist ein Craft-Kristall, der uns, glaube ich, noch nicht viel bringt. Noch nicht viel bringt. Und dort hinten scheint es zu brennen. Oder so? Ach nein, das ist so ein... Naja, ich sag jetzt einfach mal Barrierengedöns. Hallo Barrierengedöns. Ui, keine Zeit für Abstecker. Aber war hier nicht auch noch... Oder ist das dann erst später da? Ja, wahrscheinlich ist das, was ich gerade denke, dann erst später da. Und in so vielen Spielen ist es so, dass Springen das Tempo erhöht, aber hier verlangsamt ist das um einiges. Hier muss ich wirklich durchgängig laufen und kann nicht einfach mal so hui, 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 da bin ich unglaublich langsam. Naja, gut, verfolgen wir mal den Unversierten ins Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das habe ich gesucht. Hui! Wir bekommen den Luftballonsticker! Yay! Ein Sticker! Wir dürfen Sticker sammeln! Yay! Ach, und ich weiß nicht, ob ihr es draußen hört, aber draußen läuft Karneval und so rum. Das nervt extremst. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ah, aber hier kann ich hoch. Ja, überall kann ich nicht hoch. Aber dann da, hier doch irgendwo mal. Da ist dann natürlich eine Truhe. Mit Eis. Kamera! Noch mehr Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und immer diese schwulen Ladescreens. Boah, das wird noch nerven in diesem LP. Ich meine, das nervt mich jetzt schon unglaublich. Hier, guck mal. Der Ladescreen könnte 2 Sekunden lang gehen, aber der geht jetzt bestimmt für fast 20 Sekunden. Ja, okay, nein, 20 Sekunden nicht, aber trotzdem. Enchanted Dominion. Verwunschenes Reich. What's this? Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent, as all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Now why would I give a thought to creatures so base, so inconsequential? Well, they are base, that's for sure. Anyway, I'm looking for someone. Ever heard of a man named Xehanort? That name is not familiar to me. Is he an outsider like yourself? Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There. The entrance is past the bridge. Thanks. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Maleficent! So,
Wir dürfen uns jetzt also in das Schloss begeben. Oh mein Gott. Aber erstmal stehen natürlich noch ein paar Kämpfe an, was auch sonst. Oh, sag bloß, er hat das jetzt doch gerade. Moment. Wie, jetzt macht er das doch plötzlich mit dem automatisch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hui. Aber das Springen ist leider immer noch nicht schneller. Aber das. Was ist das denn, tue ich eigentlich gerade? Gegner. Abschlussangriff! So. Jetzt muss ich eben was ausprobieren. Ich hab vergessen, wie man. Ach ja, genau, das ging. Oh ne, schon wieder welche hier. Was ist denn da jetzt hier? Schwing. Was trifft doch mal hier? Klang. Kling. Ach ja. Ich hatte irgendwie gerade Lust, dass. Oh, da ist ja noch einer. Ein bisschen hinauszuzögern. Also den zu killen. Hab ich einfach ein bisschen hingestellt und. Ah, Mann, diese großen Wampen-Dreckskinder hier nerven. Und wir haben wieder mal das hier erreicht. Und gerade einen Heiltrank gefunden. Also so ein Unversehrter hat einen Heiltrank fallen gelassen. Oh, schön angreifen, sonst sinkt doch die Leiste. Nose! Unversehrte! Und wir sind Dangla Castle. So, ja, ich weiß das mit den Stickern. So, was sagt denn das hier? Deckverwaltung. Hier können wir ein bisschen was hinzufügen. Denn wir haben ein bisschen was bekommen, aber ich glaube, hier haben wir soweit. Was ist denn hier? Hier haben wir soweit nichts bekommen. Nein. Einen neuen Multifokus haben wir, glaube ich, auch nicht bekommen. Nein. Aber Kampfkommando. Da haben wir auf jeden Fall was. Nee. Ich kann noch nicht mehr. Ich kann bisher nur die drei, ja. Weil wir haben hier noch Eis und Heiltrank. Ja, es ist so, Heiltränke nehmen hier Platz weg. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, dass ich selten Heiltränke drin gehabt habe. Also in meinem ersten Durchspielen. Da hatte ich wirklich selten Heiltränke drin. Ja, aber Eis. Ja, nee. Ach komm, ich bin ein schöner Nahkämpfer. Ich brauche doch kein Eis. Kommando Fusion. Ja, können wir hier irgendwas. Wir könnten Sturmlauf und Schwertfall kombinieren und dazu einen Kraftkristall geben und daraus kommt Penis! Nee, Schwertwurf mit Abschlussmeister. Ja, toll. Jetzt ist das hier erstmal alles weg, aber es hat auch so seine Vorteile. Jetzt können wir zum Beispiel. Warte mal. Jetzt können wir zum Beispiel ein Eis oder einen Eis oder einen Heiltrank reinnehmen. Ja, dann nehme ich doch mal Eis rein. Das passt doch. Kommando Fusion, nur ich habe keine Analyse mehr. Scheiße. Das Ding, was ich gerade hatte, die Attacke hatte, Analyse und das will ich haben. Ja, muss ich bei Zeiten mal schauen, dass ich da irgendwie wieder rankomme. Ja, Abschlusskommando haben wir jetzt das hier und ich. Tja, wie war denn das? So, Raufel. Wie war denn das? Also, Egal. Was haben wir hier noch? Neue Items, ja, bla. Erdasche 3, ja, wir haben ja auch nichts weiter. Weißt du, was ist das? Ach ja, genau. Unser lustiger Glücksbringer. Fertigkeiten. Hier ist jetzt einmal Abschlussmeister. Was bringt denn das? Schaden durch den. Aha. Okay. Aber ich will trotzdem Analyse hier. Guckt. Zeigt die LP des anvisierten Gegners an. Das will ich haben. Und haltet doch mal da draußen eure Scheißklappen, ihr Drecks-Karneval-Fuzzis. Ah! Oh. Und wir haben natürlich unsere J-Link zu Ventus und Aqua, zeige ich bei Zeiten auch mal.
Status, Kommando, Stile, ja, Ars Fatalis. Erinnert mich an das Spiel Ars Fatalis. Geiles Spiel. Schaltet sich frei, wenn du Kommandos wie Schwertfall einsetzt. Ja. Ja. Berichte. Grins, grins. So. Ja, natürlich habe ich das hier. Ja, Geschichte Landesaufbruchs. Ich denke mal, wir haben jetzt gerade genug erfahren. Wir müssen uns das nicht nochmal durchlesen. Spielerstatistik, Treffer. Ja, Schallschatten. Ja, 4 Treffer, Mann. Also echt. So, die Charaktere, Hauptcharaktere. Terra. Ventus. Aqua. Meister Irakis. Meister Xehanort. Der maskierte Junge. Terra. Ventus. Sonst haben wir hier keine. Die Unversehrten. Hier haben wir den Schalk. Schläger. Kraftprotz. Flimflam. Dornfang. Schalk hatten wir schon. Kommandosammlung. Ja, hier werden eben alle Kommandos und so festgehalten. Dann die Schatzliste. Im Land des Aufbruchs haben wir keinen Schatz gefunden. Mit Terra durften wir uns da aber auch nicht viel bewegen. Und im Verwunschenen Reich haben wir bisher alle gefunden, aber es stehen noch ein paar an. So, und dann gibt es noch das lustige Stickeralbum. Informationen. Schön für dich. Stickersammlung. Ja, hier haben wir im Verwunschenen Reich jetzt einen von drei, nämlich den Luftballonsticker. Und den packen wir hier doch direkt mal drauf. Luftballon, klick und yeah! Aber war es nicht auch irgendwie so, dass es für jeden so eine Spezialposition gibt? Ich meine da sowas in Erinnerung zu haben, dass für jeden Sticker irgendwie so eine Position gab, wo der dann mehr bringt. Moment, 7 Punkte. 7 Punkte. 5 Punkte. Hier. Genau, hier unten sind es immer nur 5 Punkte. Weil Luftballons gehört schließlich in die Luft und deshalb gibt es in der Luft mehr Punkte, nämlich 7. Ja, genau so war das. So, viel zu den Stickern und insgesamt zu dem Bericht. Kommando brennt, ist es noch interessant und ja, Spielhilfe, das ist auch interessant. Gut, dann lassen wir mal kurz die Fertigkeiten aufladen. Oh, Truhe. Antigraf. Oh, die Musik war kurzzeitig weg, also die Kampfmusik. Spling und Splong und Eis. Oder auch nicht. Jetzt. Oh, Ars Fatalis, Ars Fatalis. Was tut es? Sie soll mich nicht stören. Spling. Freeze. So, wir machen mehr Ars Fatalis. Und bekomme einen Freudenkristall. Abschluss! Bess! Ja. Sehr schön. Dann haben wir den Kampf auch hinter uns. Ich habe da hinten auch gerade eine Truhe gesehen. Dort. Moment, mitten auf der Treppe. Oh nein, ja, komm schon, leck mich doch am Arsch hier. Schwertwurf, Spling, Betäubungsklinge, Splong und Eis, Freeze! Ich denke schon, dass das ziemlich praktisch bei diesen Feuergegnern ist, also ich meine Eisattacken. Aber naja, was soll's. So, wir sind dann Ars Fatalis und haben keinen Gegner. Hallo Truhen. Klick. Wir bekommen ein Äther. Oder im Englischen Ether. Das ist auch auf keinen Fall schlecht. Aber etwas, was ich eher weniger benutze. Licht hinter. Oh, hier ist noch eine Truhe. Und dort haben wir noch einen Heiltrank drin. Aber jetzt will ich doch mal eben schauen, was dieses Antigraf ist, was wir beide gerade bekommen haben. Hallo Freudenkristall, was geht? Kugeln erhöhen, Kugeln ans. Ah! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da muss ich bei Zeit mal wieder fusionieren. Aber ich kann jetzt hier noch nichts fusionieren. Ne? Antigraf. Eine Antigravitationssphäre lässt die Gegner schweben. Die Gegner halten
kontinuierlich Schaden und weitere Angriffe verwirren sie. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Und deshalb... Hallo Antigraf, willkommen im Deck. So. Dort hinten geht's hoch. Naja, kommt schon. Ach Mann. Ich will doch hier die Story machen und nicht ständig von irgendwelchen Unversierten unterbrochen werden. Antigraf! Ich glaube, Antigraf hatte ich damals auch ziemlich oft drin. So, und da unten stand jetzt auch gerade Raffledorfel und nicht mehr Abschlussange. Das gefällt mir so doch so viel besser. Yeah, Raffledorfel! Und jetzt ein bisschen ganz schnell hoch. Kann ich hier rein? Nein. Schneller! Danke. Oh. Ah, wie schön das doch wäre, das jetzt auf der PSP zu spielen und nicht so winzig auf dem Fernseher. Aber egal. Damit muss ich jetzt leben. Wenn ich das LPen will, wird es vielleicht eben so die eine oder andere Sache, mit der ich da klarkomme. Aber egal. Hauptsache, ich kann es spielen. Vielleicht setze ich mich demnächst auch näher an den Fernseher ran, dann ist es noch größer für mich. Oh, und wir sind schon auf Stufe 3, Bitches. Das geht doch schnell. Und hier haben wir noch eine Truhe mit einem Äther. Yay. Wenn ihr... Ja, da muss ich euch jetzt mal was fragen. Wenn ihr auch mal irgendwie ein LP von Kingdom Hearts 2 sehen wollt, sagt mir Bescheid. Lässt sich da vielleicht was machen. Brennen. Oh, Mann, seid ruhig da draußen! Kann doch nicht wahr sein! Ruhestörung hier um 16.14 Uhr. 13. He opened the door! Ah, oh, mich tut mein Hals weh. Mich tut mein Hals weh. Bestes Deutsch. Oder muss ich ja sagen, bester Deutsch. Ladescreen. Ladescreen. Aha. Was zum... This feels so familiar. Her heart is filled with light. Not the slightest touch of darkness. Just the kind of heart I need. For what? Imagine with me the most glorious of futures. Seven of the purest hearts, each overflowing with light. When brought together, they grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold. The Keyblade, is it called? Where did you learn that name? That trinket is the only way to obtain the hearts. No more games! Where is Master Xehanort? Impudence will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. I don't know what you're talking about. Perhaps not yet. But I have power over sleep. And I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. Remember that darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart. Thank you.
Here it is. Just what I've waited for. To think that all he spoke of was and will be true. What? How did I... What did I do? What did you do? You speak as if I pulled some invisible strings. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this? Then! Yes, now you want to know where Xehanort went. Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect 6 more hearts of pure light. Then we will rule all the world together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. For a peacekeeper, you're off to an exceptionally poor start. Remember this. The darkness in your heart cannot be held back by force or strength. Now, my work here is done, as is yours. Wasn't there someone you needed to chase? Wait! The Unburst. They're gonna bring down the castle. I have to do something. Du kannst jetzt mit Malefiz ein Dimensionsleck herstellen. Warum? Ist einfach so. So, hier haben wir als erstes mal hinter uns eine große Truhe. Machen wir auf. Und dort müsste, glaube ich, drin sein, was ich denke. Nein, die Umgebungskarte ist hier drin. Seht ihr, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wo waren dann das? Ach ja, natürlich, das bekommt man ja erst dann. Stimmt. Ja, ich spreche in Rätseln, aber ihr werdet bei Zeiten vielleicht schon merken, was ich meine. So. Gut. Dann gucken wir uns eben auf dem Balkon um. Ist hier irgendwas? Nix. Auch nicht kann ich hier... Nein. Ist ja lame. Hier wäre jetzt was. Ja. Aber nö. Gut, dann... Hallo, Mock Center. Ja, das ist ein Laden. Und hier können wir Dinge kaufen. Zum Beispiel Fertigkeiten. Heiltrank, Ether, Grätsche, Blocken. Ich habe keine 200 Taler. Ich habe nur 185. Oder ist das eine 6? Ja, das ist eine 6 mit 86 Taler. Schlecht. Schwert, Fallschwert, Sturmlauf, Schwertwurf, Antikraft, Verwirren, Gift, Schlaf. Ich weiß nicht, was man hier alles so vermischen kann, aber ich weiß auf jeden Fall... Nee, weiß ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen... Nee, könnte ich auch nicht. Ne, weil ich gerade nicht weiß, was man hier alles so vermischen kann, was ich auf jeden Fall vermischen wollen werde, lasse ich das erstmal nochmal und spare mein Geld erstmal noch ein bisschen auf. Und was ist denn hier? Ne, dort. Ich kann nicht raus. Oh, ich kann da raus. Ich kann da in den Ofen. Hey, ich bin ein Olfe. Ja, und hier ist ohne Truhe und ein Sticker. Und seht ihr, jetzt hätte ich mir gerade schon fast Schlaf gekauft. Und hier ist noch eine große Truhe. Und da drin ist die Angriffsformel. Formel für Angriffskommandos. Die wirkt in der Kommandofusion. Da muss ich ganz ehrlich sagen, damals habe ich mich nicht erkundet, was diese Formeln bringen. Und...
Deswegen weiß ich das jetzt auch noch nicht. Das könnte ich ja mal tun, mich erkunden, was diese Dinger bringen. Oder es vielleicht auch irgendwie selbst rausfinden. Kann ich hier irgendwas... Nee, gut, dann lecken wir mal ein bisschen rum. Und der links, wenn du es Aqua Malefiz. Aus. So, Berichte, nein. Die Berichte schaue ich immer nach einer Welt durch, ja? Nachdem ich eine Welt abgeschlossen habe, schaue ich mich da um. Auch dann gilt auch für Sticker-Album und so. So, dann, wieder durch den Ofen in Auroras Zimmer, oder was auch immer das sein soll. Ich kann sie nochmal speichern, so das... Just for the food. Und an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, dass es das für diesen Part war von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep für die PSP. Wie lang ist denn da... Was? Schon so lang? Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Na gut dann, bis zum nächsten Part und ciao.